Nicht, weil Coralie Ambrosini an einem internationalen Wettkampf teilnimmt, sie mit 11,79 im Halbfinale, sondern weil die vier Girls neben ihr mit Ayla Del Ponte beginnen wir, so stark sind, dass es schon fast ein internationaler Wettkampf sein kann. Ayla Del Ponte im Halbfinale 11,37. Dann Mujinga Kambunchi 11,23. Sie ganz klar mit Reserven, das hat man gesehen. Eine, die den Fedehandschuh in die Runde geworfen hat mit der schnellsten Halbfinalzeit, Sara Accio, 11,20, mit dem die zweitschnellste Schweizerin, die es je gegeben hat. Nur Mujinga Kambunchi war schneller. Und Salome Cora, Elzebrühl Leichtathletik auf Bahn 5, 11,35 im Vorlauf. Da haben wir schon gedacht, Ayla Del Ponte, Salome Cora, boah, das waren Zeiten für einen Halbfinal, aber die anderen beiden haben das getoppt. Ricarda Dietsche auf Bahn 6, natürlich nur Außenseiterin, 11,72 ist sie gelaufen. Aber da frage ich mich, gab es schon jemals ein Schweizer Meisterschaftsfinal, in dem die Langsamste eine 11,79 zu Buche stehen hatte? Und das nicht irgendwann in der Saison, sondern im Halbfinale. Aber konzentrieren wir uns jetzt auf den Start. Über 100 Meter. Leider zurzeit ein bisschen Wind. Die Frage ist, woher? Immer, ja, es scheint ein wenig Rückenwind zu sein. Ambrosini, Del Ponte, Kambunchi, Accio und Cora Dietsche. Und es ist Kambunchi, die wie die Rakete aus den Blöcken geschossen ist. Ayla Del Ponte auf Platz 2 zurzeit. Es ist Sara Accio und Salome Cora. Und 10,94! Ich werde verrückt! 10,94 für Mujinga Kambunchi. Explore. Wir haben heute noch gerätselt, wann fällt diese 11-Sekunden-Marke. Warum nicht heute? Haben wir gesagt im Vorfeld, warum nicht heute? Und 10,94, wenn das bestätigt wird, vielleicht ein wenig nach oben oder nach unten korrigiert, aber 10,94, ich werde verrückt. Unglaublich! Ah, ich muss mich erholen. Danny, ich habe Herzschlag wie nach einem 1500. Ja, mir ist der Puls, das sage ich, ein bisschen höher gestiegen. Meine Alex Hoguali mit Mujinga Kambunchi, die kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Ui. Wow. 11,94. Super Sache. Du bist schon am Updaten von deiner Instagram-Story, ja? Absolut. Das passiert nicht alle Zeit, wenn ich noch der Stunde oben hocke in der Pole Position. Wahnsinn. Ja, wow. Gute Perspektive gehabt natürlich, ja. Oder? Jetzt sehen wir noch einmal in der Slow-Mo den Lauf. Super zum Block auskommen, das kennen wir von ihr. Beschleunigungsphasen auch sehr gut. Mujinga, meine Hand zittert ein bisschen. Ich habe geschrauen, wo du ins Ziel gerannt bist. Ich habe dir heute am Nachmittag gesagt, du weißt, ich möchte der Erste sein, der ein Interview mit dir macht, wenn du unter 11 Sekunden läufst. Ich habe dir heute am Nachmittag gesagt, ich bin fast ein bisschen stolz auf mich, dass ich das darf anstehen. Moment, den Moment, den müssen wir jetzt geniessen. Normalerweise machen wir ein Interview sehr schnell mit dir, den Moment müssen wir geniessen. Unter 11 Sekunden, wir haben Schweizer Leichtathletik-Geschichte geschrieben. Du hast sie geschrieben. Was geht dir durch den Kopf, falls du irgendeinen klaren Gedanken hast? Nein, nicht wirklich. Ich habe wirklich mega gefreut. Ich habe schon fast ein bisschen Zweifel gehabt. Es ist irgendwie im Vorlauf, im Halbfinale schon gut gewesen, aber irgendwie habe ich mich nicht so fit gefühlt. Aber dass jetzt ich laufen kann, ist hat eine coole Freude. Okay, so viel zum Thema als langsames und entspanntes Interview. Genauso wie du rennst, bist du auch im Interview. Du bist unglaublich stark aus dem Block rausgekommen. Ayla Del Ponte war noch eine Zeit lang bei dir auf gleicher Höhe gewesen. Hast du sie gespürt? Hast du gemerkt, jetzt habe ich etwas dabei, das bringe ich gut ins Ziel? Ja, es ist cool. Ich hatte Ayla gespürt, wie auch schon in der Halle. Sie hat auch einen guten Start gehabt. Es ist cool, wirklich. Sie hat mich dann mega gepostet, dass ich dann wirklich weiterziehen kann. Und ja, ich habe Freude. Merci vielmals für die Unterstützung auch noch. Merci. Für eine Frage brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
Wir haben letztes Jahr an der Schweizer Meisterschaft darüber geredet, was das Stadion für dich bedeutet. Du bist einfach ein Biest. Du schaffst es, auf jeder Bahn das Maximum rauszuholen. Was denkst du für Berlin jetzt mit dieser Zeit? Ja, ich hoffe, ich kann so eine Zeit wiederholen. Es ist natürlich perfekt. Das ist das Wichtigste. Ich probiere es so weiterzumachen und eben, wenn möglichst, die Zeit zu wiederholen oder noch besser zu laufen. Und wir freuen uns morgen dich auch über 200 Meter dann am Start zu sehen und dich gut erholen. Ein riesiger Applaus um die Welt für die neue Schweizer Meisterin über 100 Meter, Mushinga Kambuchi! Okay, 10,95 ist jetzt korrigiert die Zeit, die offizielle. 10,95 für Mushinga Kambuchi. Leider haben wir noch keine aktuellen Resultate der anderen Läuferinnen. Irgendwie bekommen wir die noch nicht geliefert. Aber auch die sind schnell gelaufen. Ich denke, Sarah Accio wieder im Bereich ihrer 11,20 aus dem Vorlauf. Salome Cora als Dritte im Ziel und Ayla Del Ponte als Vierte, die enorm stark aus den Blöcken kam. Enorm stark auch für diesen Schweizer Rekord mitgearbeitet hat. Hier sieht man schon die Freude, sie hat es gesehen, die Zeit ist stehen geblieben bei 10,94, 10,95 offiziell. Wir kommen gar nicht zum Reden.